Tennis mit Schlägerübergabe. Zwei Vorhands, zwei Backhands. Ja. Concentration, Konzentration, Schlägerübergabe, Cross and Cross and Cross and Cross and Cross. Obviously, logischerweise bringt nicht jeder Vorhand in die Mitte zurück, ja? Aber ich habe auch Becken. And then, und dann kann man also Longline spielen auf zwei Art, ne? Okay, and then you can get wild. Is too wild. Okay, so you have obviously the advantages of such play. Die Vorteile von diesem Spiel sind natürlich orthopädisch, weil die Wirbelsäule und die Ellbogen, die Schulter, Knie nur zur Hälfte belastet sind und die sämtlichen Rotationen und die feinen Koordinationen der Muskelketten, die so extrem ausgebildet sind auf die eine Seite beim Rechtshandspieler oder Linkshandspieler ausschließlich, ja, die gleichen sich ja aus. Und dann ist ein Verschleiß der Gelenke sehr unwahrscheinlich. Und psychologisch macht das Spiel in hohem Alter natürlich Spaß, weil sie lernen, die linke Hand oder die rechte Hand, je nachdem, in erwachsenem Alter dann, und das macht einfach eine Entdeckung von ganzen Persönlichkeitsaspekten, ja, weil die andere Hand ist ja ein bisschen anders. Man spricht von der rationellen Hand und von der künstlerischen Hand. Ja. Und für Kinder natürlich ist es wunderbar, weil sie niemals die Schwierigkeiten mit der Verkrümmung der Wirbelsäule haben werden bei diesem Spiel. Okay, jetzt mal Aufschlag. Ein weiterer großer Vorteil ist der Aufschlag. Na? Der Ball. Okay, der Aufschlag. Der Aufschlag. Wir wissen alle, dass Linkshändler Vorteil haben. Haha, aber wie nehmen wir denn zurück diesen Vorteil? Also, rechte Hand, Klassik, ne? Okay. Nehmen wir an, es ist jetzt Licht, Sonne, kann ich nicht aufschlagen. Mach Fehler gegen die Sonne. Ich drehe mich um. Hoppla. Und schon ist er. Okay. Okay. Kann ich entscheiden, wenn ich mal hier stehe? Soll ich mal da Cross aufschlagen, rechtes Hand? Okay. Oder linke Hand. Und da kann ich Ihnen versichern, dass die linke Hand logischerweise viel schärferen Winkel hat und wenn beide Seiten einen guten Aufschlag haben, dann ist das ja gleich ein Vorteil. Okay? Und Koordination. Koordination. Macht Spaß. Leichtigkeit, Schwunghaftigkeit wird so trainiert. Ja, zum Beispiel eine Übung zum Aufschlag.
Man sieht die Elemente vom Tanzen und vom Qigong. Die Verkrümmung der Wirbelsäule hier im Aufschlag. Hüfte geht nach vorne, Schulter geht nach zurück. Ne? Sehr komplizierte Achsenbewegungen. Ja? Und dann die Verdrehung hier. Bah! Und das gleiche hier. Okay. Und man fühlt sich in den Körper. Okay, also in jedem Falle. Es ist eine elegante Art des Spielens. Ja. Goodbye. Hasta. Ciao. Auf Wiedersehen. Meldet euch bei Heros Pavlos zum beidhändigen Tennisspielen.